Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memories. Ja, wir sind wieder in der normalen Aufnahmesequenz. Mit normal meine ich auch, dass ich jetzt alles wieder. Der Computer ist jetzt wieder repariert, also für die Qualität der ganzen letzten Aufnahme entschuldige ich mich erstmal. Ich fand die persönlich furchtbar. Es tut mir wirklich leid, ich fand es echt furchtbar. Der Ton war nicht angeglichen und nichts und ich fand es einfach furchtbar. Es tut mir unendlich leid, dass das so passiert ist. Wirklich, ohne Scheiß. Aber ich bin froh, der Computer ist jetzt wieder soweit repariert. Sprich, wir können jetzt auch wieder mit allen ganz normal aufnehmen und alles wird jetzt wieder gut sein. So. Was machen wir eigentlich gerade? Entwickelt, entwickelt. Ich weiß gerade gar nicht genau, was wir treiben. Wir wollten leveln. Das ist definitiv, also das steht auf jeden Fall fest. Aber wen und was wir leveln wollten, das steht noch nicht ganz so fest. Super Starmon sollte zu Platinunemon werden? Ergibt das Sinn? Super Starmon zu Platinunemon? Nee, oder? Nee. Was wollten wir denn? Belzemon? Ist das Belzemon? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn, dann braucht er Fähigkeit 80, also Platinunemon. Klar könnten wir den jetzt behalten, aber ehrlich, nein. Wir könnten ihn wirklich behalten für mehr EXP, aber wir bekommen mal nicht derzeit gut EXP, also so ist es jetzt ja nicht. Ja, werd mal zu Renamon. Renamon. Keine Ahnung, was ich hier vorhab oder. Weiß der Deibel. Weiß ich nicht. Haben wir irgendwie mitgenommen. Weiß ich nicht warum. So, stimmt. Das wollte ich auf jeden Fall. Das hätte ich heute gerne noch gemacht. Muss ich sagen. Ovuriumon und Alphamon, die DNA-Digitation daraus. Das muss ich sagen, das hätte ich wirklich gerne gemacht heute. Das wäre eigentlich schon echt cool. Gardromon, ich habe keinen blassen Schimmer. Auf jeden Fall hat er schon viel hohe Fähigkeit. Ich plane also irgendwas. Markus. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, Chirimon war das, ne? Ja, Chirinmon war das. Es war Shirin. Toll. Wir müssen eins raustauschen. Wir tauschen das Renamon aus. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit Renamon wollte, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, was ich mit Renamon auch nur annähernd wollte. Oder was ich da überhaupt vorhatte. Oder ob ich es einfach nur zum Füllen genutzt habe oder so. Ich weiß es selbst nicht. Gut. Ich würde sagen. Wir gehen erstmal los. Wir gehen erstmal los leveln. Erstmal gucken hier, alles reparieren. Also heilen, reparieren klingt echt fies. Und dann gehen wir. Wo gehen wir denn hin zum Leveln? Wir gehen. Ich weiß, wo wir hingehen zum Leveln. Warte, 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 warte. Ich habe einen super Ort zum Leveln. Und zwar dieser eine Tower da hinten. Der Tower da, weißt du, wo wir mal. Der hier war das, glaube ich, sogar, ne? War das der Tower? Ja, das war der Tower, genau. Mit dem möchte ich leveln. Hier möchte ich leveln. Ich glaube, hier kann man gar nicht mal schlecht leveln. Wir gehen erstmal in den zwölften Stock. So, und hier stelle ich mich. Warte mal, wir brauchen irgendein. Wir brauchen irgendein Digimon-Gerätchen. Gucken wir uns hier einfach um, denn. Finden wir garantiert irgendwo ein Digimon-Gerätchen oder auch nicht. Irgendwo werden wir eins finden. Gehe ich stark von aus. Weil hier kann man, glaube ich, sehr gut leveln. Ich glaube, hier ist wirklich der Nonplusultra-Level-Ort. Glaube ich. Selbst wissen. Das weiß ich natürlich wieder alles nicht. Aber ich sag's einfach mal so. Nein, also ich gehe davon aus, dass wir hier sehr gut leveln können. Ich glaube, mich zu erinnern, also zumindest war es im ersten Teil so, dass hier auch Platinunemons rumlaufen. Und das wäre natürlich auch ein absolut. Es wäre super, ne, wenn es sowas geben würde hier. Und ich glaube nicht, dass wir vorgreifen, nur indem wir hier sind. Ich meine, wir zeigen dann zwar den Ort, aber das ist ja trotzdem. Weißt du? Klar, das ist jetzt gerade eine Scheiß-Comp, die sie da haben. Muss ich sagen, die sind gerade ein bisschen doof, weil zwei Pseudomons, das ist halt weniger Damage für uns und ja.
Aber sonst gibt er halt auch 25.000, ne? Ist schon ein enormer Level-Up-Schub dann. So, und das Problem ist, wir brauchen einen Digimon-Lab. Aber wenn wir uns hier ein bisschen umgucken, glaube ich, finden wir hier auch was. Wie gesagt, das ist ja eigentlich hier, ich weiß nicht, für mich ist das nicht, dass wir vorgreifen oder so. Ich versuche einfach nur zum Digimon-Labor zu kommen. Skull Satamon und, ja. Das hässlichste Digimon der Welt. Wenn ich das mal so sagen darf. Ist es halt einfach, ne? Das kannst du jetzt sagen, was du willst. Es ist halt einfach das hässlichste Digimon. Wir brauchen immer noch Tactical USBs. Mehr, einfach mehr. Wir kriegen zwar echt gut EXP, kannst du, ne? Kann man mal so wirklich sagen. Aber es könnte mehr sein. Warte mal, konnte man jetzt das verwenden? Ich weiß es gar nicht. Ist es jetzt ein Fahrstuhl? Nein. Okay, wir müssen also wieder runter. Da geht's auch nicht lang. Ne, wir müssen runter. Fett Piximon erstmal. Haben wir auch bald wieder, ne? Haben wir jemals schon mal einen Piximon gehabt? Ich meine, es ist ziemlich klein, also. Vielleicht haben wir es übersehen, aber nee, jetzt ernsthaft. Haben wir mal einen Piximon? Ich glaube, wir hatten bis jetzt noch keinen Piximon gehabt. Quatsch. Charakterwechsel bitte auf ihn. Damit wir nämlich wunderbar gleich loslegen können. Und da wir ja sowieso immer nur Virus-Digimons haben, egal was wir machen, wir haben immer Virus-Digimons. Es läuft bei uns Virus-Digimon technisch. Oh, das ist wirklich bitter. Also ausgewogen war ich aber auch schon im ersten Teil nie. Ich weiß nicht, ich habe dieses Ausgewogene nicht drauf oder ich will's einfach nicht, weil die Virus-Digimon halt immer noch die coolsten Digimon sind. Oh. Gerade möchte ich eigentlich nicht gegen die kämpfen, ehrlich gesagt. Wenn ich das mal so sagen darf. Gerade ist so, nee. Vor allem nicht immer gegen diese Konstellation. Die gibt zwar viel EXP, aber sie dauert halt auch lange. Ja, ist das viele EXP ist mir auch nicht wert. Doch, eigentlich schon. Ja, jetzt, wir müssten auch einfach, ne, die letzte Aufnahme war jetzt auch echt alles sehr kurz gewesen, beziehungsweise die Folgen waren sehr lang, weil auch wieder unsagbar viel Gequatsche dazwischen war, wo ich kann einfach nicht mitten in den Dingern schneiden. Wenn die Gespräche über eine Stunde dauern, dann kann ich da irgendwie nicht schneiden. Ich finde das ja doof, da zu schneiden. Und deswegen, ja, wir müssen jetzt eigentlich 2 Stunden leveln. Ganze 2 Stunden. Aber ich meine, gut. Ja gut, es gibt Schlimmeres, ne? Ich werde jetzt erstmal 1 Stunde machen und dann demnächst nochmal 1 Stunde. Also ich werde das jetzt nicht alles auf einmal durchziehen. Glaube ich. Ja. Ich glaube, ich mache das nicht alles auf einmal. Hier, wie schön wir leveln können hier. Ist das schön. Ach, das ist schon schön. Gibt es hier eigentlich noch einen Fahrstuhl? Da ist eine andere da nochmal. Shiny Greymon? Ich bin mir gar nicht sicher. Shine Grey? Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Womit ich noch überfragt ist, Layla hat kein SP mehr. Layla hat kein SP mehr, wir müssen mal ganz kurz. Wir müssen da jetzt erstmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier. So. Hey. 13. Stock. Irgendwo hier muss es ja sein. Es muss hier irgendwo sein, einfach. Oh, nee, nicht schon wieder die Hampels. Toll, wir haben einen Piximon. Aber nichtsdestotrotz, toll, nicht schon wieder die Hampels.
Wobei wir, sie sind sowieso tot, bevor sie irgendwas machen dürfen wegen dem Erstschlag. Also da haben wir schon ziemlich Glück. Aber schnell aufgehört mit dem Gedanke da dran. Muss immer einer überleben. Es muss immer einer überleben bei sowas. Ja, ich glaube heute nehme ich nur eine Stunde auf, weil ich muss eigentlich heute noch sehr viel aufnehmen, aber wir haben auch schon wieder, sind auch schon wieder bei 35 Grad hier und es ist halt einfach derzeit unmenschlich warm. Unangenehm warm, möchte ich sagen. Es ist wirklich unangenehm, es ist schon zu viel. Heute habe ich zwar meinen freien Tag, aber trotzdem ist es echt viel, was wir derzeit an Wärme und Temperatur und, oh mein Gott. Ich bin ja auch einer, der arbeitet halt draußen, auch bei der Wärme dann. Beziehungsweise fährt mit einem Auto rum, ohne Klimaanlage, bei der Wärme. Was denn schon hart an die Grenze geht. Wenn ich jetzt an gestern denke, da hatten wir 38 Grad gehabt, den ganzen Tag über. Du stehst in der Sonne und du hast einfach keinen Ausweg. Das Problem ist wirklich, du hast keinen Ausweg. Die einzige Flucht aus der Sonne ist, in das Auto zu gehen. Und das Auto hat schon 40 Grad. Ist nicht ganz so angenehm. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist schon... Mehr können wir hier nicht machen, wa? Na, so viel zum Thema hier leveln, wa? Ja, da müssen wir uns einen anderen Levelort suchen, weil hier gibt's kein Ding, weil wir kommen nur in den 13. Stock und noch nirgends woanders hin. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich schon in die anderen Dinge gehen darf. Ah, wir gehen erstmal wieder zurück zu unserer Nacht. Wir gehen erstmal wieder zurück nach Hause. Wir gehen einfach zurück. Ich weiß nicht, wie weit wir gehen dürfen. Ich hab, ne? Wir gehen dann doch wieder erstmal auf dem Avalon-Server leveln, wa? Das ist vielleicht doch das Beste dann erstmal. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt schön da leveln, aber wenn es kein... Wenn es da keinen Weg hingibt... Valhalla-Server meine ich natürlich. So, jetzt müssen wir trotzdem da auch erstmal hinkommen. Also nichts mit schön 10.000 Leveln. Na, was gibt's? Ermittel für Fälle und Items. Klingt hart, aber ich lass nicht locker. Das habe ich gar nicht ausgewählt, oder? Ehrlich gesagt, Kuschel, das habe ich nicht ausgewählt. Oh, hier diese Musik immer. Ich muss mitsingen. Nein, ich singe jetzt nicht mit. Ich hoffe, bei euch ist irgendwie... Ich hoffe, bei euch allen ist kein Unwetter. Weil diese ganzen Gewitter und Hitze bringt ja auch doch schon Unwetter mit sich und... Das muss dann auch schon wieder gar nicht sein, finde ich. So Unwetter und so, das ist jetzt... Es wurde bei uns jetzt auch schon seit 3 Tagen Gewitter angekündigt oder überhaupt mal Regen oder so. Das ist auch noch nicht mal drinne. Das ist einfach nicht drinne. Wir sind so ausgedörrt hier. Also überall ist der Rasen verbrannt und es ist halt alles so staubtrocken derzeit. Zumindest hier bei uns. Aber ich bin auch ganz froh, dass es nicht, was man da auch immer so gesehen hat, diese... Hier, weißt du? Wir haben, glaube ich, gar keinen. Nehmen wir annähernd einen Funktionsruf möglich. Nee, was wir auch nicht drin haben. Das hier erstmal. Nee, dass ich hier irgendwie so ein hartes Gewitter oder so brauche. Gewitter, schön und gut. Zerstörerisches Gewitter ist nicht mehr gut. Und manche Gewitter sind halt echt. Oder diese Hagel, was man da gesehen hat. Das muss ich nicht haben, du meine Güte, was man da immer so in den Nachrichten sieht, das muss ich nicht haben. Wir machen hier mal eine Digitation zu denen hier. Wir wollen zwar Galantmon haben, aber wir können uns in der Zeit durchgucken, wer was hier wo ist. Du bist? Wer bist denn du? Okay, der hat Stil. Das ist aber auch eng ein Growlmon, oder? Der hat doch der hat doch einen Gilmon-Kopf und das Gilmon-Symbol auf der Brust. Wer ist denn das? Na, der hat aber Stil. Also jetzt wirklich, der hat aber mega Stil. Wie heißt denn du? Der hat aber... Na, der hat aber... Also wirklich, der hat aber... Der hat aber doch schon irgendwie starken Stil. Das muss ich aber sagen. Aber...
So, wie heißt der jetzt? Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Megidramon. Magidramon. So, beim nächsten Level-Up kann es Galantmon werden. Oder wir machen das hier erstmal und gucken, was das ist. Mal schauen. Okay, hier ist ja natürlich, ne? 150 Int. Ja, stimmt. Dich mussten wir, glaube ich, auf die Int-Schule schicken, oder? Mussten wir Ovru nicht auf die Int-Schule schicken? Kannst du nicht irgendwas machen sonst? Nee, Super Starmon kann sonst gar nichts. Ja, dir fehlt eindeutig noch die Fähigkeit. Gardromon, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht zu wen. Ich glaube, wir hatten den Andromon gemacht und wollten mit Andromon irgendwas machen, oder? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Wollten wir hier irgendwas machen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr, wen ich daraus machen wollte. In 130. Ja. Kommst du hin? Ja, kommst du hin. Maybe. Oder wir schicken dich auch auf die Endschule. Aber dafür müssen wir erstmal ganz kurz abwarten, bis das hier fertig ist. Das ist in 2 Minuten fertig, also... Warten wir noch die 2 Minuten ab und dann können wir sie auf die Endschule schicken. So wie wir das damals mit Kutani auch gemacht haben. Stimmt, da war was. Das wollte ich mitnehmen. Machen wir schnell so. Beziehungsweise, komm, lass zurück. Ah, stimmt, wir brauchen irgendwie wieder Roxas dabei. Oder Varrox, besser gesagt. Shabi hat die Höchststufe erreicht. Meine Güte. Brauchen wieder so ein Stingmon drin, da. So, geht halt derzeit nicht anders. Muss so. Ich erinnere mich, was ich machen wollte. Kann das sein, dass ich das vorhatte... Ich glaube wirklich. Dass ich vorhatte, sag schnell. Nach Eden zu gehen und da... Und da diese Dinge zu kaufen, um Erbauer und sowas. Das wollte ich, glaube ich, machen, als ich das letzte Mal gesagt habe. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Hat mich niemand dran erinnert. Auch Sandy nicht. Hab wusste bestimmt selbst gar nicht mehr. Ich kann mich, glaube ich, dran erinnern, dass sie ganz großkotzig gesagt hat, dass ich das nicht vergessen werde. Ja, war natürlich scheiße von mir, ne? War natürlich doof, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Mache ich vielleicht gleich mal. Machen wir es doch in der Aufnahme. Was Charles, ne? Was Charles? Können ja nicht nur hier alle Digimon platt machen ohne Ende. Ich glaube nämlich, ich wage mich zu erinnern. Freundschaft, Fehlerbarriere und Freundschaft. Ja, na gut. Ja, dann verlassen wir erstmal diesen unheiligen Ort und ja, machen das halt. Alter, wir haben 3 Mutpunkte. A mit 40k. Oder sollen wir mal leveln da? Weiß ich noch nicht auf wen. Was haben wir eigentlich vorhin mal bekommen? Wir haben doch irgendwas Komisches bekommen. Meisterdeckung? Ach, Waldläufer-Disc. Ah, ja, gut. Hier, Meister-Disc. Müssen wir mal eigentlich alle... Müsste ich eigentlich auch mal alle mal machen. Gebe ich zu. Müsste ich eigentlich auch mal alles machen. Okay, wir wollten... Was wollte ich? Ach ja, zurück. Ja, genau. Ich wollte zurück. Einmal bitte zum Unterschlupf. Und von da an aus geht es dann nach Eden. Und in Eden war das nämlich... Ja, stimmt. Oh, das wollte ich die ganze Zeit machen. Ja. Ja, nein. Hier hin. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Ja, da war, glaube ich, mal was geplant gewesen. Ich glaube, da war mal was geplant. Da hatte ich, glaube ich, am Ende noch extra gesagt, oh, da will ich jetzt extra nicht hingehen, weil, na, doof. Und jetzt bin ich doch hier.
Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, ehrlich gesagt. Da wollte ich auch die ganzen Sucher mal wieder, ich habe noch 6 von denen. Ja, da wollte ich ja auch die ganzen Digimons ja wieder... Ja, wir kaufen noch ein paar. Moment. Wir kaufen doch noch ein paar. So. Nein. Nicht Entwickler. Sucher. So. Ja, genau. Oh Mann. Ich erinnere mich jetzt auch noch so. Oh, doof. Na gut. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück ins Digimon-Labor und dann müssen wir die Digimon hin und her traden. Wie man das so schön sagt. Aber da habe ich jetzt auch absolut gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Kein bisschen. Digimon Lab. Nee, warte, weil halt, ich muss noch ganz kurz was nachgucken. Das war das, ne? Warst du nicht der mit den Studienzimmer? DP, SP, passt.